Zu einem Hausfest mit prominenten Gästen gestaltete sich die Wohnungsübergabefeier im Zentrum von Himberg. Im Anschluss daran gab es ein gemütliches Beisammensein im Volkshaus. Unsere Anlage umfasst 25 Wohnungen und das Interessante dabei, jede einzelne Wohnung ist verschieden. Also es gibt keine zwei gleichen Wohnungen. Wir haben für unsere Kunden wirklich einen, so kann man sagen, einen Maßanzug gefertigt. Hat das nicht die Kosten verteuert? Natürlich. Kosten hat schon ein bisschen mehr gegeben, aber das war es mir das wert. Mein Zugang zu den Wohnungen ist so, ich möchte es so bauen, als würde ich selber drinnen wohnen. Und da muss man ja alles daran setzen, dass es so wird, wie es geworden ist. Es sollen zum einen wunderschöne Wohnungen sein, individuell. Es soll gefördert sein. Die Leute freuen sich immer über gute Wohnbauförderung. Und dann soll natürlich, die Kunden wollen dann gern mitreden, wollen gern mitgestalten. Da muss schon alles zusammenpassen. Und das ist vor allem die Aufgabe des Bauträgers, meines Mannes, dass wir schauen, dass da wirklich für den Kunden alles stimmig ist. Ein Gusterstückerl, das hier gebaut wurde. Ja, ich kann nur jeden gratulieren, der hier eine Wohnung bekommen hat. Es ist wirklich so im Zentrum. Eine wunderbare Lage, auf der einen Seite verkehrsberuhigt, alle wunderbaren Einrichtungen wie Schule, Turnhalle, Volkshaus, Kirche, Barbaraheim sind alle da fußläufig zu erreichen und mit einem Schritt sind wir gleich im Zentrum am Hauptplatz und sind also wirklich bei den Geschäften. Also wer hier eine Wohnung bekommen hat, kann sich nur gratulieren und natürlich auch fürs Ortsbild von Himberg eine wunderbare Aufwertung. Es ist ja ein Energiesparhaus, das heißt, es ist ja für die Bewohner, auch von den Kosten her, für den laufenden Betrieb sehr günstig geworden. Wir haben das Haus mit 17 Kilowatt pro Jahr und Quadratmeter errichten können. Wir haben eine sehr effiziente Wärmepumpe mit einer Leistungsziffer über 4. Und wir haben natürlich sehr gut wärmegedämmte Fenster, 3-Scheiben-Verglasung. Und wir haben eine hochwertige Wärmedämmung. Und das ist eigentlich so still und leise passiert und ich weiß gar nicht, ob das alle Käufer mitbekommen haben. Und auch in der qualitativen Hinsicht, ich glaube, das Stiegenhaus, man sieht es, dass hier nicht im Belag oder sonstiges gespart worden ist, was ja sehr häufig ist. Am Ende des Bauvorhabens wird das Geld knapp. Und der Herr Baumeister, dafür möchte ich mich als Architekt bedanken, hat sehr elastisch den Vorstellungen gefolgt. Ein Bau der Zukunft in der Jetztzeit. Ja, ich sage mal, es ist zeitgemäß. Wir haben auch eine kontrollierte Wohnraumlüftung drinnen, nicht zu vergessen, mit Wärmerückgewinnung. Wir haben über 80% Wärmerückgewinnung und dadurch macht es das Gesamtbauwerk sehr energieeffizient. Die Zusammenarbeit mit Architekt Krismanitsch ist so hervorragend, dass wir bereits das nächste Projekt in Schwechat planen. Die Einreichpläne werden in Kürze fertiggestellt. Und ich freue mich dort auch auf eine wunderschöne Anlage. Ein ähnliches Haus? Ein anderes, auch sehr schön. Aber wir wollen ja nicht wieder ein ähnliches bauen. Es soll wieder ganz etwas Eigenes sein. Die Kunden sollen wieder überrascht werden mit etwas ganz Besonderem.